Yo, Freunde, willkommen zur ja lang angekündigten Zwischenbilanz zur SYL, zur Showdown YouTube League. Ja, fünf Spieltage sind nun vergangen, der sechste ist gerade am Laufen und es gibt einige Dinge, die doch eher im Argen liegen, wiederum auch einige Dinge, die sich positiv anmerken lassen. Fangen wir doch mal mit dem positiven Ding an. Das kompetitive Niveau hier in der gesamten Liga ist sehr, sehr hoch, das gefällt mir extrem gut. Es waren bisher die meisten Kämpfe sehr, sehr spannend. Man kann sich hier sehr viele verschiedene Teamgedanken machen. Aber ja, wir haben ja auch zwei, drei echt gute Spieler drin. Da zähle ich mich übrigens nicht zu. Ansonsten aber zwei, drei, die wirklich sehr, sehr gut sind. Kommen wir aber zu den Sachen, die mir ja so ein bisschen missfallen. Oder fällt natürlich auf, wir haben diese. Ja, kommen wir zur Aktivität. Fangen wir mit der Aktivität an. Nicht zum System, fangen wir mit der Aktivität an. Wir haben nämlich, ihr wisst, am vierten Spieltag einen Free Win bekommen. Jetzt heute, ich habe den guten Marcel bis frei oder schon am Montag nach seinem Team gefragt, ob ich mich darauf vorbereiten kann. Wir da immer noch keine allgemeine Übersicht haben, aber dazu auch später mehr. Die Aktivität, ja gut. Ich habe bis heute noch keine Antwort bekommen. Das ist halt dann schon wieder was, was ein bisschen anpisst, weil ich ehrlich gesagt schon mich unter der Woche gerne darauf vorbereiten würde. Und so prinzipiell ist die Aktivität zwar schon gut, aber ich würde sagen, kann man dennoch auch einiges verbessern. Gerade Liga 2 gehört es da drunter, drüber gehen. Es werden Kämpfe gar nicht mehr. Es ist ein Chaos. Ich rechne nicht damit, dass Liga 2 noch lange besteht. Ich denke, wir werden die aktiven Spieler aus Liga 2 einfach zu Liga 1 dazu holen. Würde ich mal vermuten, auch vorschlagen. Das ist mir gerade bei der Liga 1. Wir haben den guten Angelo als Leader, der sich seit dem zweiten Spieltag um nichts mehr gekümmert hat, auch nicht mehr auf Skype online war. Das heißt, wir haben jetzt im Prinzip versucht, das bisschen Selbstinitiative zu ergreifen, weil er noch selber einen Spielplan gemacht hat. Also läuft nicht so, wie es eigentlich sollte. Es ist, wie gesagt, die Organisation war ja meine größte Befürchtung, ist jetzt bewahrheitet. Ich denke, wir werden bald einen neuen Leader wählen. In Liga 1 dann das selbst organisieren. Bin ja mal gespannt, wie es dann läuft. Ich habe auch schon wirklich überlegt, ob man das sich noch länger antut, weil ich ja am Wochenende auch selbst noch Planungen habe. Und zu also den nächsten Wochen nicht so viel Zeit für diese SYL, aber das ist ja eigentlich immer so. Naja, da schauen wir uns das mal an, wie das sich weiter verhält. Auf jeden Fall werde ich nicht bis zum Ende der Saison warten werden. Vor der Rückrunde wird dort eine Organisation einkehren. Oder es läuft ohne mich weiter, Freunde. Da könnt ihr euch sicher sein. Also bei der Rückrunde ist es organisiert, und zwar sowohl Liga 1 und 2. Und dann kann das ganz gemächlich und gemütlich weitergehen. Ja, zum System. Ich möchte hier auch nur eine kurze Zwischenbilanz machen. Vielleicht auch gar nicht 10 Minuten lang zulabern. Ich will euch den neuen Sound, den neuen Remix zum guten Shizu hier noch im Hintergrund zeigen, weil das ist echt geil. Naja, gut, wie dem auch sei. Zum System, ich finde das System der GPL mit den 10 Mons ist ein sehr, sehr interessantes System, was auch Antimeter verspricht. Allerdings hat hier dieses Antimeter wurde durch das liebe Regelwerk des Pokémons dazu kaufen können, ausgehöhlt. Das heißt, wir haben hier ein System, das einfach nur darauf basiert, man schickt nach Möglichkeit die OUs rein. Und die JoJos hatte ich jetzt schon ein paar Gegner. Ich meine, ich merke es bei mir selbst, ich spiele fast nur die OUs und JoJos, und das ist einfach das absolut nicht Sinn und Zweck der Sache. Ich würde vielleicht sogar eher noch hingehen und die OUs um 1 reduzieren, stattdessen noch ein Aerium mehr reinpacken. Das kann man ja alles mal besprechen, weil man unbedingt von der GPL abweichen möchte vom System, obwohl auch das gut überlegt ist. Naja, wie auch sei, das mit dem Dazukaufen, das finde ich ein dermaßenes Unding. Einfach hat man 14 Mons und das im Prinzip, es tut mir leid, manche Leute sagen jetzt, Konzentrismus kann man ahnen, aber nein, das Prinzip ist das Raten, was der Gegner mitnimmt, das finde ich nicht gut. Bei 10, da kann man das immer noch so ein bisschen abwägen, das könnte er mitnehmen, das würde Sinn machen, das nicht, und umgekehrt sein Team auch ein bisschen drauf einrichten, und da ist es noch taktisch. Jetzt ist es mittlerweile echt nur noch Glück und es kommt darauf an, wer dann im Kampf die besseren Züge macht, wer unter Umständen auch mehr Glück hat. Und ja, das System mit 14 Mons finde ich einfach zu glücksbasiert. Da bin ich dafür, dass man das dringend ändert, dass man überhaupt keine Mons mehr zukauft, eher ein kleines Austauschsystem einführt. Da kann man aber dann zu gegebener Zeit mal in der Skype-Konfi sich drüber unterhalten. Ich bin generell dafür, dass man bei dieser SYL hier eine Konfi zeitnah einberuft in der Pause zwischen Hin- und Rückrunde und dort dann mal das Ganze bespricht mit Liga 1 und 2 zusammen und dann wahrscheinlich in eine Liga zusammenführt und die Inaktiven alle einfach rausschmeißt, weil das kann es nicht sein. Gut, in diesem Sinne dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Hoffentlich können die Mitglieder der SOL hier mit dieser Bilanz etwas anfangen und
Dein Antrittspunkt wird hoffentlich auch umgesetzt. Bis dann und ciao.